Heute ist Feiertag in den USA, man feiert den 4. Juli. Dementsprechend dürfte nicht so wahnsinnig viel los sein. Wir haben daher ein bisschen Zeit, mal zu gucken, was eigentlich derzeit der Fall ist. Und das ist der Angriff der Defensive, die Party vor der Rezession, könnte man sagen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben gestern allzeit hoch bei den drei Indizes S&P 500, Dow Jones und Nasdaq 100 gesehen, nicht jedoch bei den US-Nebenwerten, die im Russell 2000 sind, und wir waren ganz, ganz knapp an der 3000er-Marke beim Leitindex S&P 500, und es hat nur ein paar Jahre gedauert, dass wir gestiegen sind von 2000. Das wurde im August, 26. August 2014, wurde diese Marke auf Schlusskursbasis das erste Mal überwunden. Knapp 5 Jahre später haben wir die nächste 1000er-Marke, und wenn die Dinge so weitergehen, der Crack-Up-Boom so weitergeht, dass man Leute nominiert, sehr wahrscheinlich nominiert wie Christine Lagarde, die eine Anhängerin von Null- oder gar Negativzinsen ist, wie Julie Shelton, wie Chris Waller, die in die FED kommen sollen, dann ist klar, dass man alles tun wird, um irgendwie das Absaufen der Wirtschaft zu verhindern und damit die Wirtschaft weiter zombifiziert, indem man gigantische Fehlallokationen von Kapital zulässt, Risikoparameter vernichtet, die unterscheiden könnten, wo ist mehr Risiko, wo ist weniger Risiko. Und dementsprechend fließt natürlich dann Geld auch in Risikoassets wie zum Beispiel Junkbonds. Und die Unterschiede in den Risiken werden kaum mehr wahrgenommen. Schauen wir uns mal an, welche Werte in den USA hier besonders gut gelaufen sind seit 2014. Nvidia zum Beispiel. Wir haben eine Amazon zum Beispiel, Netflix. Also die typischen Verdächtigen sind hier dabei, die seit diesem Erreichen des S&P von 2000 Punkten es geschafft haben, noch weiter zu steigen, besonders überproportional zu steigen in diesem Crack-Up-Boom. Schauen wir uns mal an, welche Werte aber derzeit steigen. Und das sind ganz andere, seltsamerweise. Wir sehen hier die defensiven Werte. Das sind also Werte, die wenig Risiko-Exposure normalerweise haben. Wenn man Portfolio-Manager ist, dann weiß man ja, okay, es gibt hier Wachstumswerte, die sind normal mit etwas mehr Risiko versehen, und es gibt so sehr konservative, sehr langweilige, eben defensive Werte, wie eine Henkel zum Beispiel hier in Deutschland. Da sehen wir, dass die sich weiterhin deutlich besser entwickeln als etwa der S&P 500 Index, und das sind hier die Zykliker, die also sehr konjunktursensitiv sind und dann Probleme bekommen, wenn eben die Rezession möglicherweise vor der Tür steht. Und derzeit spricht manches dafür, dass wir eben vor einer Rezession stehen. Die US-Konjunkturdaten werden ebenfalls schlechter, so wie das bereits in Europa und in den USA der Fall war. Und es reagieren vor allem die Anleihenmärkte. Das wollen wir uns mal hier anschauen. Wir sehen, dass die Anleihe in den USA mit der längsten Laufzeit, nämlich 30 Jahre. Die Amerikaner haben ja nicht, wie zum Beispiel Österreich, eine 100-jährige Anleihe emittiert. Das ist also die längste Anleihe, ist die 30-jährige Anleihe. Und hier sehen wir, dass die Rendite dieser Anleihe unter die Federal Funds Rate gefallen ist, also unter den Leitzins gefallen ist, was eigentlich totaler Schwachsinn ist. Denn je länger eine Anleihe läuft, normalerweise ist das umso größer dann auch das Risiko. Und der Fed Funds Rate oder die Fed Funds Rate, also der Leitzins, ist ja normalerweise ein Satz, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen, der von der Fed sozusagen als Korridor festgelegt wird. Dementsprechend haben wir also hier die ganz kurzfristige Leihe im Vergleich zu einer Leihe auf 30 Jahre mit einer höheren Rendite. Also der Leitzins ist derzeit höher als die 30-jährige Rendite. Das ist ein starkes Stück. Das ist sozusagen die komplette Invertierung der Zinskurve. Die Laufzeiten kommen durcheinander. Es gibt für kurze Laufzeiten mehr Zinsen, mehr Rendite als für lange Laufzeiten, weil der Markt eben erwartet, dass die Fed perspektivisch die Zinsen auf Null senkt, während sie jetzt eben noch über der 2%-Marke liegen. Das ist der Hintergrund. Schauen wir uns noch an, was Donald mal wieder von sich gegeben hat. Erstens, Party an den Aktienmärkten. Gratulation, sagt er, liegt natürlich an ihm, an wem sonst. Und dann Aussagen gegenüber dem Iran. Be careful with the threats, seid vorsichtig mit euren Drohungen. Sie können euch beißen, wie ihr noch nie gebissen worden seid oder wie noch niemand je gebissen worden ist. Also wieder scharfe Rhetorik in Sachen Iran durch Donald Trump. Und in China steigt die Wut über das, was in Hongkong passiert. Dort ja doch
teilweise gewalttätige Ausschreitungen. Und die Global Times und andere chinesische Medien geben dem Westen auch ein Stück weit die Schuld oder einzelnen westlichen Strömungen, die hier agitieren würden, die aufheizen, aufstacheln würden, damit hier Unruhen entstehen, dass eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, und diese Leute, die diese Aufstachelungen machen, die würden woanders schon Schlimmes angerichtet haben, etc. etc. Also wir sehen, dass Hongkong durchaus ein Problem werden kann, auch für die Märkte. Was haben wir noch? Naja, nix. Dann schauen wir uns die Charts an, startend mit dem S&P 500, der heute auf Future-Basis ja weiter gehandelt wird bis heute Abend, aber eben kein Kassahandel. Wir sind bei 2.995, eben ganz knapp an dieser 3.000er Marke. Wir haben Dow Jones knapp an der 27.000er Marke, waren aber auch schon über dieser runden Marke hier mit diesem Spike. Was wird der DAX aus der Schose machen, nachdem die asiatischen Märkte sich wenig vom Fleck bewegen? Der ist bei 12.629. Die Aussicht auf Lagarde dürfte stützen, weil man sich sagt, hurra, wir hatten gefürchtet, dass möglicherweise Weidmann neuer EZB-Chef wird. Das ist vom Tisch. Jetzt haben wir eine ultra-dovische Vertreterin mit Christine Lagarde. Aussicht auf weiter billiges Geld, Party vor der Rezession. Wir haben dann den Euro, der sich hält bei 1,1284. Der Goldpreis bei 1.419, relativ volatil derzeit. Und der Ölpreis bei knapp unter der 57er Marke nach den gestrigen Lagerbeständen, die mit 1 Million Barrel weniger deutlich gefallen waren als erwartet. Also das ist die Lage. Wir werden heute sicherlich nicht die ganz großen Aufreger erleben. Es sei denn, der Himmel fällt uns auf den Kopf und es passiert etwas sehr Außergewöhnliches, womit normalerweise nicht zu rechnen ist. Also können Sie sich jetzt wieder hinlegen. Ich wünsche das Allerbeste Ihnen. Bis dann. Ciao.